Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von unserem WWE-Projekt und Total Extreme Wrestling. Und wir sind in der nächsten Raw is War-Ausgabe und wir starten mit Pre-Show-Matches. Wir haben diesmal 3 Pre-Show-Matches bei Raw am Start. In der letzten Zeit hatten wir ja weniger mit Pre-Shows zu tun, aber es wird mal wieder Zeit. Und wir starten sehr, sehr gut in die Pre-Show. Das sehen wir hier, ein 50er-Rating, überragend gut. Sehr gutes Announcing und Gran Metalik kann hier Kodama besiegen. Ist natürlich ein Local Talent, aber das passte ganz gut, weil auch Facepaint, ich weiß gar nicht, ist es eine Maske oder Facepaint? Ich glaube, es ist Facepaint. Passt aber ganz gut in die Cruiserweight Division und das ist ein ganz, ganz wichtiger Sieg für Gran Metalik, weil ich glaube, es ist sein allererster Single-Sieg. Kann sich hier durchsetzen nach einem Springboard Dragon Runner. Wunderschön, 7 Minuten 31, das passt. Hätten wir so auch in unsere Raw-Show booken können, ohne Probleme. Also ein 50er-Rating ist ja mal absolute Spitzenklasse. Allerdings ist ja das Problem, dass so ein Match in der Hauptshow Penalties bekommt, weil die Wrestler zu uninteressant sind. Deswegen funktioniert das nur in der Pre-Show einigermaßen. Wir machen weiter, ein 39er-Match, da bin ich ganz froh, dass es in der Pre-Show ist. Und hier kann sich Naomi durchsetzen mit einer 37er In-Ring-Performance gegen Lady Tapa oder wie auch immer man sie aussprechen möge. Sie ist übrigens aus Deutschland, was ich ziemlich cool fand und deswegen habe ich sie auch verpflichtet. Musste ich hier leider geschlagen geben nach dem Split-Leg-Moonsault von Naomi. Trotzdem, ich kenne sie nicht, also gerne in die Kommentare, wenn sie jemand kennt oder weiß, in welchen Ligen sie antritt. Das weiß ich tatsächlich nicht, ich weiß auch leider nicht, wie man den Namen richtig ausspricht, zumindest den Vornamen. Trotzdem ist das Match in Ordnung, ist halt ein Pre-Show-Match, passt gut da rein, wichtiger Sieg für Naomi an dieser Stelle. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Leckerbissen, was die Pre-Show-Matches angeht, quasi... Ja, das Main-Event-Match der Pre-Shows. Und da haben wir ein Hardcore-Match zwischen Sabu und New Jack. New Jack ist tatsächlich immer noch ein Teilzeit-Wrestler. Ist auf einem Auge blind nach einem extremen Bump in der ECW damals, wo er mit dem Kopf auf den Betonboden geklatscht ist. Ja, ein 41er-Rating ist okay. Es liegt auch nicht an Sabu. Sabu gewinnt natürlich hier dieses Hardcore-Match. Nach 11 Minuten 47 mit dem Arabian Facebuster und New Jack hat nur eine 26er In-Ring-Performance. Das ist ein bisschen schade, weil sein Hardcore-Wert ist, glaube ich, auf 69, was super hoch ist und eigentlich ist das genau das Match, was er bestreiten kann. Sabu auf 49, also auch nicht so überragend hoch, aber wichtiger Sieg in der Hardcore-Division für Sabu, auch wenn es nur ein Pre-Show-Match ist. Es ist auf jeden Fall ein namenhafter Gegner und Sabu war nicht so gut drauf. Und ich würde sagen, nach diesem Match sind alle aufgeheizt in der Halle und wir können in die Show starten. Mit einem sehr guten Opener, wunderschön, Frauenwrestling. Charlotte Flair besiegt hier Natalya mit dem Figure 8 Leglock. 60er Performance von Charlotte, die wir sehr selten gesehen haben bis jetzt. Also es wird mal wieder Zeit, dass wir Charlotte etwas mehr in die Shows mit einbinden. Natalya haben wir öfter gesehen, 54er Performance übrigens sehr stark. Deswegen auch ein sehr gutes Match als Opener. Wichtiger Sieg für Charlotte mit Submission. Und wie gesagt, ich weiß, viele können Charlotte nicht mehr sehen. Aber hier bei uns ist sie ja wirklich underbooked, würde ich mal sagen. Also hier hat sie ja kaum eine Rolle gespielt bis jetzt. Dabei ist sie eine der fähigsten Wrestlerinnen, die wir im Kader haben. Und es wird mal Zeit, dass sie wieder zurück auf die Karte kommt. Und den ersten Schritt hat sie hier mit dem Sieg gegen Natalya getan. Wir gehen ins nächste Match und haben Tag Team Action. Und zwar Sheamus und Bobby Lashley tun sich zusammen für heute gegen The New Day. Und Bobby Lashley und Sheamus gewinnen tatsächlich das Match. Nach 13 Minuten pinnt Bobby Lashley Big E, nachdem, ja, er ist also, ja, unfair. Mit unfairen Taktiken, aber es ist trotzdem ein Sieg. Ob der jetzt fair oder unfair ist, interessiert nicht. Ganz wichtiger Sieg für Sheamus und Bobby Lashley an dieser Stelle. Und ganz bittere Niederlage für New Day. Jetzt, wo sich gerade die Tag-Team-Szene ein bisschen formiert, ausgerechnet da eine empfindliche Niederlage gegen ein, ja, Random-Team? Oder treten sie vielleicht jetzt öfter mal miteinander an, Bobby Lashley und Sheamus? Es hat ja funktioniert. Lashley 57er In-Ring-Performance, Sheamus 53 ist absolut gut.
Big E 55 und Kingston mit einer 59, bester Mann an dieser Stelle. Kofi Kingston und Xavier Woods, da kriegen wir immer den Penalty. Lassen wir jetzt mal außer Acht, aber ein sehr gutes Match. Damit bin ich zufrieden. Wichtige Siege, da Lashley und Sheamus ja nicht so oft in den Shows sind, ähnlich wie Charlotte Flair. Habe ich zurzeit nichts für sie anzubieten, aber mit Siegen bleibt man relevant und das haben sie hier geschafft. Und wir gehen ins erste Segment für heute tatsächlich. Und da haben wir EC3 und Keith Lee, die sich beide gegenüberstehen. Es gibt also eine Konfrontation zwischen den beiden. Und es sah ja so aus, also EC3 wollte ja unbedingt die Chance haben. Und Keith Lee hat da etwas gegen, denn er sagt, ey, ich war an der Reihe. Ja, Edge hat seine Chance gehabt. Und ich hatte das Number One Contenders Match. Ich habe zwar verloren, deswegen hatte Edge den Vortritt, aber jetzt bin ja wohl ich mal dran. Und EC3 sagt, ja, du hast eben verloren. Daran hakt's nämlich. Du hast es gar nicht verdient, gegen Cesaro anzutreten. Wobei ich hingegen nicht nur meine Jungs auf die Karte gebracht habe, sondern auch ich selber sehr gute Leistungen gebracht habe. Ich habe Samoa Joe besiegt, ich habe Goldberg besiegt und dann sagt Keith Lee natürlich, ja, ganz ruhig, du hast zwar Goldberg und Samoa Joe besiegt, aber mit welchen Mitteln hast du einen Goldberg besiegt oder einen Samoa Joe? So richtig faire Siege waren das ja nicht. Und das Ganze schaukelt sich hoch und beide einigen sich darauf, das Ganze doch in einem Match festzulegen. Das nächste Number One Contenders Match für Keith Lee, das erste für EC3 und wir sehen das Ganze bei SmackDown. Also auch noch in der heutigen Ausgabe, aber eben erst bei SmackDown. Weiter geht's dann mit einem Hardcore-Match, was es in die Show geschafft hat. Und da bin ich auch ganz froh, dass es dann doch nicht Sabu gegen New Jack war, sondern Cassius Ohno, der Heath Slater hier in einem Hardcore-Match besiegt mit dem Ohno Blade. Cassius mit einer 55, Heath Slater mit einer 47. Also insgesamt gutes Match auch von Heath Slater. Ja, dafür, dass er auch mehr oder weniger wie Cassius Ohno, wie die Jungfrau zum Kind in die Hardcore-Division gekommen ist, machen die beiden ihre Sache hier sehr, sehr gut. Wir gehen weiter ins nächste Segment und da haben wir Goldberg und es geht um Batista und Goldberg fragt sich, wie er überhaupt von jemandem gepinnt werden konnte, der komplett aus Ringrost besteht. Ja, Goldberg spielt natürlich darauf an, dass Batista schon lange aus dem Business ist, höchstens mal ein, zwei Auftritte im Jahr hat, irgendwelche Special Matches oder so, während Goldberg ja aktuell fester Bestandteil unseres Rosters ist. Und er voll im Saft steht und er kann es immer noch nicht fassen, dass beim Great American Bash das Match verloren ging und dass ausgerechnet er gepinnt wurde und zu allem Überfluss auch noch von Batista. Also er stichelt hier gegen Batista, Batista kommt aber nicht raus und trotzdem macht Goldberg hier einen sehr, sehr guten Job. Wir gehen weiter ins nächste Match und da haben wir ein Titelmatch. Drew Gulak muss seinen Light Heavyweight Title gegen El Hijo del Fantasma verteidigen. Und das schafft er auch tatsächlich. Nach 12 Minuten 53 durch Submission mit dem Gulak bringt er ihn zum Aufgeben und kann seine allererste Titelverteidigung feiern. Das heißt hier Undersold 1% Drew Gulak mit einem weiteren Erfolg und er bleibt unser Light Heavyweight Champion mit einer 49er Performance, Phantasma mit einer 58, das ist extrem ordentlich von Phantasma, also da kann Drew Gulak schon ein bisschen froh sein, dass er den Titel behalten darf. Styles und Renee Young machen das sehr gut, das Announcing ist sehr gut und deswegen haben wir hier eine 54 bekommen. Sehr schönes Title Match hier bei Raw und ein Erfolg für Drew Gulak, während sich Phantasma jetzt natürlich ein bisschen hinten anstellen muss. Er ist durch seine Leistungen aufgefallen und deswegen hat er die Titelchance bekommen. Ja gut, hat er nicht genutzt, ne? Deswegen erstmal hinten einreihen. Wir machen weiter mit einem Segment und da haben wir die Usos und die sagen, dass die Usos bis jetzt immer Teil der Tag-Team-Szene war und immer Teil der Titelmatches war. Also es gab keine Zeit, wo es die Usos gab, die nicht im Titelrennen um die Tag-Team-Titel dabei waren. Das kann nicht sein und deswegen fordern sie die Briss und in dem Moment, wo sie den Namen aussprechen wollen, ertönt eine komplett unbekannte
Musik und die beiden werden unterbrochen und es tauchen die OGs auf, besser bekannt als die Originalbesetzung von LAX. Shawn Hernandez und Homicide sind bei Raw und sie sind nicht alleine, denn sie bringen das Pearl River Powerhouse Ahmed Johnson mit. Ahmed Johnson wird als Manager fungieren und hier wird erstmal klargestellt, dass hier die neuen Leute dabei sind, die ganze Sache zu übernehmen. Die OGs sind hier, die Usos werden keine Rolle mehr spielen. Und Ahmed Johnson nimmt das Heft des Handelns in die Hand und sagt, warum die OGs hier sind. Und sie sagen, wir sind bestimmt nicht wegen den Usos hier. Wir haben das natürlich auch verfolgt, wie die Tag-Team-Szene in der WWE war. Und sie war eigentlich ein Totalschaden. Sie war begraben, es gab keine Tag-Team-Szene. Mittlerweile ist es hier aber sehr attraktiv geworden, auch für meine Jungs hier, Hernandez und Homicide. Und es wird höchste Zeit für die beiden, dass sie WWE-Gold haben. Und nur deswegen sind wir hier, weil die Tag-Team-Szene endlich ansprechend ist. Und weil wir die Tag-Team-Szene nachhaltig verändern wollen. Und wenn wir euch zwei Pappnasen dafür aus dem Weg räumen müssen, dann werden wir das tun. Ihr habt ein paar Tage Zeit, weil das wäre doch sehr, sehr unfair. Bereitet euch vor, bei SmackDown sehen wir uns. Und damit ist das Segment zu Ende, ein 56er Segment. Und da überschlagen sich ein bisschen die Ereignisse. Die Usos wollten eigentlich ein locker flockiges Interview halten und ein bisschen die Briscoes herausfordern. Das geht komplett nach hinten los. OGs, die OGs sind da. Homicide und Shawn Hernandez haben unterschrieben bei WWE. Und Ahmed Johnson, eine Legende, ist als Manager direkt an ihrer Seite. Und wir gucken mal hier. Ahmed Johnson debütiert mit dem Badass-Gimmick. Und das ist adäquat, das ist schon mal ganz gut. Ja, also mittelmäßig. Ist mittelmäßig. Homicide debütiert das Gangster-Gimmick und das ist nicht so geil. Shawn Hernandez debütiert auch mit dem Badass-Gimmick, aber realistischer. Und das ist sogar very good. Wir müssen vielleicht das Gimmick von Homicide ein bisschen anpassen. Aber ansonsten bin ich hier mit dem ersten Auftritt dieser... Ja, ist es eine Gruppierung? Eigentlich nicht. Es ist ein Tag-Team mit Manager, wobei Ahmed Johnson tatsächlich auch Wrestler ist und in den Ring steigen könnte. In echt ist es wahrscheinlich nicht möglich, der Mann ist leider komplett außer Form. Wer mal ein aktuelles Bild von Ahmed Johnson googeln will, erschreckt euch nicht, wenn ihr ihn seht. Es ist wirklich... Ich war ein bisschen geschockt, als ich es gesehen habe. Der hat sich sehr gehen lassen, möchte ich mal behaupten. Aber bei uns ist er nicht so, ne? Bei uns sieht er schon noch so aus wie auf dem Bild. Und zwar komplett durchtrainiert, denn sonst wäre er nicht das Pearl River Powerhouse. Wir gehen ins nächste Segment und dann geht es auch direkt um die Tag-Team-Action. Und da haben wir Miz und Morrison treffen auf die Good Brothers. Miz und Morrison haben ja gesagt, ah, zum Glück sind wir nicht in der Haut der Good Brothers und so weiter. Und da war es natürlich nicht so geil. Muss man sagen, fanden die Good Brothers jetzt nicht so toll. Und deswegen gibt es hier das Match. Und es war ein gutes Match, in dem Miz und Morrison die Good Brothers besiegen können. The Miz pinnt Luke Gallows nach dem Skullcrushing-Finale. Allerdings hat Mark Briscoe eingegriffen. Also die Briscoes sind hier, hätten sogar auf die Usos noch reagieren können. Interessiert sie aber nicht. Mark Briscoe versaut den Good Brothers das Match. Und gleichzeitig hat auch Jay Briscoe noch Carl Anderson angegriffen, sodass der nicht eingreifen konnte. Das Ganze hat dann natürlich die Leute abgelenkt. Mark Briscoe konnte easy eingreifen. Und somit erschleichen sich Miz und Morrison als Tag-Team nochmal einen Sieg. Sie sind ja immer noch in Gesprächen, ob sie alleine oder als Tag-Team fungieren. Hier waren sie nochmal als Team unterwegs. Und das erfolgreich. Das schwächste Glied in der Kette war, glaube ich, ja, Luke Gallows war das schwächste Glied. Und John Morrison hat das Ganze getragen. Es ist ein 62er Match geworden, dank Morrison. Miz eine 67, Morrison eine 78. Das ist unfassbar, das ist Main-Event-Material. Carl Anderson 65, Luke Gallows 52. Gallows war aber auch nicht so gut drauf. Miz und Morrison und die Good Brothers funktionieren als Teams extrem gut. Und ja, das wird mit Sicherheit noch ein Nachspiel haben, was das Eingreifen der Briscoes angeht. Wir springen ins nächste Segment. Da haben wir Edge und der hält ein Interview im Backstage-Bereich und erzählt, dass Edge sehr enttäuscht von Nakamura ist. Und zwar nicht unbedingt wegen dem Eingreifen, sondern
wegen dem, was er letzte Woche gesagt hat, nämlich, dass er denkt, dass Edge alles vor die Füße geworfen bekommt. Und er dachte immer, dass Nakamura und er aus demselben Holz geschnitzt sind, dass es beides Arbeitstiere sind, dass sie sich alles erkämpfen müssen. Und jetzt wirft ihm Nakamura halt vor, dass er alles vor die Füße geworfen bekommt, nur weil er mal ein großer Name war. Und Edge sagt, dass er dieses Standing, was er hat, hat er ja nicht geschenkt bekommen, sondern er hat es sich von Anfang an hart erarbeiten müssen. Er war Teil der Brut mit Gangrel, mit Christian. Er hat die Tag-Team-Szene mit den Dudleys und Jeff Hardy, Matt Hardy und wie sie alle heißen, auf ein ganz anderes Level gehoben und hat dann erst im Einzelbereich angefangen zu wresteln, bis an die Spitze, bis in die WrestleMania Main Events. Und das scheint Nakamura zu vergessen bei seiner Ansprache und deswegen ist er einfach nur enttäuscht. Das Interview von Edge. Eine 58, absolut adäquat, würde ich sagen, wenn es hier um die Gimmicks geht. Und wir springen ins nächste Match. Und da haben wir Samoa Joe gegen Shelton Benjamin. Recht spät in der Show, trotzdem ein starkes Match, also war kein Fehler, die beiden in dieses Match zu booken. Joe mit einer 59, Benjamin mit einer 52. Ich bin hochzufrieden, Benjamin hat sich extrem verbessert. Auch wenn er hier verliert, ich habe es extra spät gebookt in die Show, damit es klar ist, dass Shelton Benjamin kein Jobber ist, denn Jobber werden meistens am Anfang der Show verheizt. Ein 11 Minuten, fast 12 Minuten Match, der Coquina Clutch hat aber das Match für Samoa Joe entschieden. Und wir gehen ins nächste Segment und das ist extrem gut und das ist Roman Reigns im Ring. Und er sagt, und geht auf das Segment von Randy Orton letzte Woche ein, wo er gesagt hat, er solle sich lieber immer zweimal umdrehen. Und Reigns sagt, ich will mich gar nicht zweimal umdrehen, guckt aber dann trotzdem hinter sich, ob da Randy Orton zufällig auftaucht. Er sagt, ich würde dir viel lieber in die Augen gucken, wenn wir uns bei SmackDown gegenüberstehen. Was hältst du davon? Oder bist du, was ist mit der Viper? Bist du eine Schlange oder bist du eine Ratte? Ja, zeig dich und nimm meine Herausforderung an, dann habe ich zumindest teilweise wieder ein gutes Bild von dir. Und Orton kommt tatsächlich raus und sagt, dass die beiden sich gerne Auge in Auge gegenüberstehen werden. In der nächsten Ausgabe von SmackDown im Main Event wird es zum Clash zwischen Roman Reigns und Randy Orton kommen. Und das bedeutet, dass wir das auch in dieser Folge heute noch sehen werden. Außerdem ein 71er-Segment, absolut perfekt. Die Storyline generiert natürlich Heat nach so einem Segment. Und ich würde sagen, wir gehen in den Main Event. Und im Main Event gibt es sogar auch ein 71er-Match, sehr, sehr stark. Und da haben wir heute Seth Rollins gegen den Velveteen Dream. Und Seth Rollins, fantastic Heat, also sehr gute Publikumsreaktion. Gutes Wrestling. Rollins besiegt allerdings Velveteen Dream nach 14 Minuten 44. Auch durch Underhanded Tactics, also unfairer Sieg, kein klares Ausscheiden hier von Velveteen Dream. Dream mit einer 69, Rollins mit einer 75. Starker, starker Main Event bei Raw. Und wir finishen die Show. Und wow! Oh, hier sehen wir, dass wir in der mexikanischen, europäischen und ozeanischen Region Punkte verlieren. Ist nicht so schlimm, muss ich sagen, dass wir in Mexiko, Europa und Ozeanien nicht so gut ankommen. Schlimmer ist, dass wir hier 24 Regionen nicht befriedigen konnten, aber 10 Regionen immerhin, da ist es gestiegen. Also, ja, muss man mal abwarten. Es war eine 64er Raw-Ausgabe, das ist komplett in Ordnung, ist sogar eine gute Show. Hatten auch diesmal 3 Pre-Show-Matches, was ja auch nicht gerade schlecht ist. Hatten gute Segmente drin. Na, vielleicht sogar ein Segment zu wenig. Wir haben ja viele Pre-Show-Matches. An sich passt das sogar schon. Wir hatten das Debüt von Sean Hernandez und von Homicide und von Ahmed Johnson, der zurückgekehrt ist. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich eine ziemlich geile Tag-Team-Division haben. Und wir finishen das Ganze, gucken kurz, was so in der Welt des Wrestlings passiert ist. Und dann werden wir auch in die SmackDown-Ausgabe springen. Da erwartet uns ja auch noch einiges. Denn bei Raw, ja, es wurden noch nicht alle Fäden so wirklich aufgegriffen. Und deswegen, ja, freut euch schon mal ein bisschen auf die SmackDown-Folge, beziehungsweise die SmackDown-Show, die gleich kommt. Wenn das denn hier mal geladen ist, so
Das sieht alles danach aus, als wäre das nichts Besonderes. Wir gucken schnell hier. Killer Kelly ist will von NXT in die Hauptshows. Das sehe ich noch nicht. Drogentests sind erstmal egal. 1,4 Millionen. Ah ja, ja, 1,4 Millionen ist nicht ganz so viel. 1,5 wäre geil gewesen. Aber gut. Aber gut. Ich bin soweit trotzdem zufrieden mit dem Ganzen. Was ist eigentlich hier? TJ Williams. Wilson, hier. Tyson Kidd. Ich wollte eigentlich Tyson Kidd sagen. Sein Vertrag lief aus. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und der ist ja nun mal Road Agent bei uns. Und das sehen wir auch hier. Wir werden ihn natürlich verlängern, den Vertrag. Genauso wie Billy Kidman können wir auch den Vertrag verlängern. Sehr, sehr schön. Haben sie also angenommen. Und jetzt sage ich, bis gleich bei SmackDown. So, meine Freunde, und da sind wir bei SmackDown und hier haben wir nur ein Pre-Show-Match und das ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir das in die Pre-Show getan haben. Ein Cruiserweight-Match, Isaiah Scott gegen Cedric Alexander und hier setzt sich Isaiah Scott durch mit dem Swerve Stomp nach 10 Minuten 34, beide mit einer 48er Performance. Cedric Alexander war nicht so gut drauf, Announcing-Qualität war gut. Ein 48er Match, natürlich, beide mit einer 48er Performance, da kann es nicht viel anders sein als ein 48er Gesamtrating. Das ist in Ordnung für eine Pre-Show, deswegen bin ich nicht so unglücklich. Als Opener wäre es nicht so gut gewesen. Also eine 50 als Opener wäre schon ganz nett, obwohl das jetzt auch kein Beinbruch wäre. Aber nach diesem kleinen Aufwärmer für SmackDown starten wir natürlich in die Show. Und das direkt mit einem Segment und das sind die Briscoes. Jay und Mark Briscoe sind da und sie spielen Traurigkeit vor. Sie sagen, oh, es tut uns so leid, wir haben wirklich Mitleid für die Good Brothers. Wir hätten euch Versagern so gerne eine Titelchance gegeben und dann habt ihr es jetzt nicht geschafft gegen Miss und Morrison. Und das waren ja die Jungs, die uns Paroli geboten haben und deswegen tut es ihnen zwar leid, aber so können wir euch eigentlich keine Titelchance geben. Natürlich sind die Briscoes schuld daran, dass die Good Brothers verloren haben, haben wir ja bei Raw gesehen. Und jetzt, ja, ziehen sie hier ein bisschen durch den Kakao. Wird den Good Brothers auf jeden Fall noch weniger schmecken wahrscheinlich, als dass sie ihr Auto zertrümmert haben. Aber gut. Werden wir sehen, wie die Good Brothers auf das Ganze reagieren, während wir in das erste Match der Hauptshow starten. Oh, und das ist sehr, sehr gut geworden. Jeff Hardy gegen Andrade. Hardy mit einer 60, Andrade mit einer 70er Performance. Andrade, was ist denn mit ihm los? Richtig starke Performance. 11 Minuten 16 hat es gedauert. Dann hat allerdings Jeff Hardy den Sieg nach dem Twist of Fate eingefahren. Er kann hier also Andrade schlagen. 64er Match. Meine Güte, das ist unser Opener gewesen. Darf man nicht vergessen, das ist einfach mal unser Opener-Match gewesen. Mit einer 64, getauscht mit einer 48. Haben wir alles richtig gemacht, würde ich mal behaupten. Starker Anfang hier in SmackDown. Weiter geht es dann mit einem kleinen Segment zwischen Andrade und Zelina Vega. Die beiden zoffen sich nach dem Match wieder mal an und... Ja, wir hatten ja schon einmal das Problem, dass Zelina Vega eingegriffen hat, wo es schiefgegangen ist und da hat er sie auch verantwortlich gemacht. Jetzt hat sie nicht eingegriffen, macht sie wieder verantwortlich. Also allzu lange wird sich Zelina Vega das jetzt auch nicht mehr anhören. Und Andrade muss sein Temperament vielleicht ein bisschen zügeln. Es war jetzt kein besonders gutes Segment, habe ich auch nicht erwartet. Aber ja, ein kleiner Zoff nach der Niederlage gegen Jeff Hardy. Dann kommen wir zum Number One Contenders Match. EC3 gegen Keith Lee. Ein 51er Match, das ist schon mal sehr gut. Wir haben natürlich die Storyline, die weitergeht. Wir haben Lee mit einer 50er Performance, EC3 mit einer 51. Und nach 15 Minuten verliert EC3 dieses Match durch Disqualifikation, weil Drew Gulak und Keith Lee beide eingreifen in diesem Match. Das Dumme ist nur, dass der Referee das gesehen hat. Wir können ja mal kurz in die Road Agent Notes gucken. Booking Details, Entschuldigung. Hier müsste der Referee Ryan Tran hat gesehen, was abgegangen ist hier in diesem Match und disqualifiziert EC3 und das bedeutet, dass Keith Lee wieder Nummer 1 oder was heißt wieder zum ersten Mal Nummer 1 Herausforderer ist auf den Titel von Cesaro und die beiden werden mit großer Wahrscheinlichkeit dann bei Extreme Rules aufeinandertreffen
und um den Intercontinental-Titel antreten. Super bitter für EC3, ausgerechnet Ono und Gulag, die beiden, denen er geholfen hat, die haben das Ganze jetzt hier vergeigt. Die haben es einfach vergeigt. Und ja, gucken wir einfach mal. Nach dem Match ist EC3 natürlich stinksauer auf Gulag und Ono. Ihr hättet euch raushalten sollen, schreit er sie immer wieder an. Klar, EC3 hat gute Werte in Sachen Match-Ratings und überhaupt in Sachen Lose-Win-Rotation. Das ist eigentlich ganz gut. Ist ja eine starke Statistik. Hat Gulag in die Light-Heavyweight-Division gebracht. Er ist Champion geworden. Ono hat einen sehr guten Stand im Hardcore-Wrestling. Und auch da könnte irgendwann ein Titel winken. Und die beiden versauen ihm jetzt hier die Chance, selber Gold zu erreichen bei Extreme Rules. Oh, und der ist so unfassbar sauer. EC3 rastet komplett aus, schreit die beiden immer wieder an, schubst sie weg und geht dann in den Backstage-Bereich. Gulag und Ono gucken sich mit verzogenem Gesicht an und die wissen ganz genau, dass sie Scheiße gebaut haben. Man sieht es ihnen an, die wissen, Mist, wir haben richtig verkackt gerade. Und das ist natürlich extrem bitter für EC3 und der allererste richtige Rückschlag für unser Stable hier, Undersold 1%, seitdem sie sich gegründet haben. Mal gucken, wie sie mit einem ersten Rückschlag umgehen, die drei. Wir gehen auf jeden Fall in ein neues Match hier rein und haben ein Cruiserweight-Match. Diesmal mit prominenter Besetzung Rey Mysterio gegen Austin Theory. Ein 64er-Match, das ist super stark. Und es ist natürlich extrem gut. Rey Mysterio ist Ü40, Austin Theory ist 22. Und das heißt, da es diesen Unterschied in der Erfahrung gibt, wird Austin Theory extrem viel aus diesem Match lernen. Ja, da wird der Lerneffekt stattfinden, denn Rey Mysterio besiegt hier Austin Theory mit dem West Coast Pop, also Sieg für Rey Mysterio. Rey mit einer 70er Performance, Austin Theory 58 ist auch sehr gut. Sehr gut, der Junge ist 22. 22. Es ist unfassbar. Styles und Renee Young machen das hier auch wieder extrem gut. Und ich bin super zufrieden mit diesem Match. Also Rey Mysterio hat das natürlich getragen. Da müssen wir gar nicht diskutieren, dass das nicht so gut wäre, wenn Austin Theory jetzt gegen Kalisto oder so angetreten wäre. Aber ey, Austin Theory sammelt großartige Erfahrung in diesem Match. Trotz Niederlage würde ich nicht sagen, dass er unter dieser Niederlage jetzt groß gelitten hat. Wir springen weiter in ein Match, was sich ja schon längst angekündigt hat. In der letzten Ausgabe, also in unserem letzten Video, ist Becky Lynch einfach sauer geworden und hat Io Shirai, Kairi Sane und Taya Valkyrie rausgefordert, ohne Rückendeckung, komplett alleine. Die drei haben auch angenommen und Becky Lynch ein bisschen Zeit gegeben, um irgendwelche Leute zu finden, die sich auf ihre Seite stellen, damit sie nicht alleine ein 3 gegen 1 Handicap-Match bestreiten muss, was sehr zuvorkommend war. Und wir sehen, Becky Lynch hat auch Leute gefunden, nämlich Candice LeRae und überraschenderweise Rhea Ripley, die Teil des Teams von Becky Lynch ist. Und Rhea Ripley hat damit natürlich auch den Call-Up in die Hauptshows geschafft. Wir gucken hier, Taya Valkyrie, 55er Performance, stark. Kairi Sane, 51, auch gut. Io Shirai, 52, genauso. Rhea Ripley mit einer 55 debütiert sie in den Hauptshows, ganz stark. Candice LeRae eine 50, damit ist sie die Schwächste gewesen, aber immer noch gut. Und unsere Championess Becky Lynch mit einer 60er Performance. Die Storyline generiert Heat, das ist natürlich sehr gut, die Becky vs. Kairi Story. Io Shirai und Candice LeRae waren beide nicht gut drauf, also eine aus Team Valkyrie, eine aus Team Lynch. Styles und Renee Young schon wieder sehr gut drauf bei diesem Match und die Announcing-Qualität ist stark. Und Becky Lynch, Candice LeRae und Rhea Ripley fahren hier den Sieg gegen Io, Kairi und Taya ein. 15 Minuten 55 hat das Ganze gedauert. Becky Lynch bringt Taya Valkyrie mit dem Disarmer zum Austappen und schreit ihr danach noch ins Gesicht, dass sie halt keine Titelchance verdient hat. Egal, ob sie den Koffer hat oder nicht, eine Chance hat sie einfach nicht verdient. Somit ist die Rache von Lynch ein bisschen geglückt. Natürlich werden die drei jetzt hier nicht direkt aufgeben, aber diese Runde, der Krieg ist noch nicht vorbei, aber die Schlacht geht an Becky, Candice LeRae und
unser Neuzugang aus NXT, Rhea Ripley, ein 52er Rating, ein kleines bisschen zu schwach, hätte ich ein bisschen, so 55 wäre geil gewesen. 55 wäre geil gewesen, aber ich bin nicht unzufrieden. 52 ist in Ordnung, 6 Women's Tag Team Match und wir gehen weiter in ein Segment von Bully Ray und der liefert ab mit einer 65. Natürlich Raven und Cibernetico sind Gegenstand auch in dieser Performance und Bubba Ray spricht eine offene Herausforderung aus. Er sagt, jeder im Lockerroom, der sich gerade hinten befindet, kann rauskommen. Ich setze jetzt gleich meinen Hardcore-Titel aufs Spiel. Mir wurde jetzt so oft vorgeworfen, dass ich meinen Titel nicht verteidige. Ich habe es letzte Woche gemacht und ich mache es heute gegen egal wen. Es interessiert mich nicht, wer rauskommt. Kommt jemand und ich mache ihn fertig. Und in Richtung Raven und Cibernetico. Ich weiß natürlich, ist ein bisschen blöd, dass ihr heute nicht in der Halle seid. Aber egal, es gibt ja noch genug Leute, die es auch mehr verdient haben, als ihr zwei, mich herauszufordern. Und wir sind gespannt, wer rauskommt. Und natürlich ist das ein Seitenhieb. Raven und Cibernetico sind nicht in der Halle. Das heißt, die beiden, die so lange schon ein Match wollen, beziehungsweise Raven will ja gar kein Titelmatch, er will ja seinen Mandanten Cibernetico dazu bringen, dass er ein Titelmatch bekommt. Und ja, jetzt gibt's eine offene Herausforderung und an diesem Tag sind die beiden nicht backstage. Die Storyline generiert natürlich Heat und wir gucken mal, wer rauskommt. Und es ist Abyss. TNA-Fans werden wissen, wer das ist. Viele Wrestling-Fans werden wahrscheinlich wissen, wer das ist. Abyss, damals bei der Impact Zone, ein absolutes Hardcore-Monster. Abyss bei uns als Christopher Parks eigentlich eingestellt, als Road Agent. Und der ist es, der rauskommt und das Match gegen Bubba Ray Dudley annimmt, überraschenderweise. Performance von Abyss, nur 36. Ja, er ist ja auch eigentlich Road Agent, deswegen ist es kein Wunder, dass seine Performance nicht so gut ist. Bubba Ray mit einer 65, insgesamt 55er Rating, was echt gut ist. Was echt gut ist und die beiden haben ja auch ein gutes Match noch auf die Beine gestellt. Es liegt an der Bekanntheit aktuell. Er ist noch nicht so bekannt, Abyss, beim Publikum, denn er ist die ganze Zeit nur hinter den Kulissen zugange. Jetzt ist er als Abyss da. Ich weiß noch nicht, ob er als Abyss auch weiterhin Teil der Shows sein wird, aber in diesem Match muss er sich erstmal geschlagen geben. Bubba Ray mit seiner dritten Hardcore-Titelverteidigung und er besiegt ihn am Ende mit dem Bubba Cutter. Nach 12 Minuten 55, ich bin mehr als zufrieden mit diesem Match. Mit der Performance natürlich nicht, aber mit dem Gesamtrating fantastisch. Und eine kleine Überraschung, dass Abyss rauskommt. Vielleicht packen wir ihn in die Hardcore Division tatsächlich. Wir können ihn ja nutzen als Road Agent und als Wrestler. Deswegen würde sich das anbieten. Ich denke mir, warum, wenn wir so jemanden im Kader haben, der auch noch einen extrem hohen Hardcore-Wert hat, dann müssen wir ihn eigentlich auch einsetzen. Und ich glaube, wir werden ihn auch fest in die Hardcore-Division etablieren. Das ist erstmal nach hinten losgegangen, aber für Bubba Ray ist es natürlich gut gegangen. Wir springen ins nächste Segment und da haben wir ein 73er-Zucker-Segment von Seth Rollins. Und der ist bei Triple H, wie immer, bei seinem Buddy, zumindest seit Sting wieder aufgetaucht ist. Und es geht natürlich auch um Sting und er sagt zu Triple H, bitte Hunter, tu irgendetwas gegen Sting. Unternimm etwas, ich will dieses Match nicht bestreiten. Ja, er will ums Verrecken nicht gegen Sting antreten. Und ja, wir haben ja gehört, Sting ist bereit für die Jagd. Er will Seth Rollins in die Finger bekommen, in einem Einzelmatch. Nicht wie Hunter das gemacht hat am Ende und mit Paul Heyman und dieses ganze Drumherum. Er will 1-gegen-1 mit Seth Rollins bei Extreme Rules in den Ring steigen. Und ja gut, Seth Rollins hat halt gar keinen Bock drauf und er soll irgendwas unternehmen. Irgendwas. Und wir werden sehen, was Hunter einfällt. Allerdings sehen wir das natürlich nicht mehr heute, sondern erst in der nächsten Ausgabe von unserem WWE-Projekt hier. Aber es war sehr gut. Stephanie funktioniert hier gut, die mit dabei ist. Catchphrase ist wieder am Start. Die Jagd-Beginn-Storyline geht natürlich auch weiter, weil es um Sting und Seth Rollins geht. Absolut top. Absolut top. Und wir kommen zum nächsten Match. Und das sind die Usos gegen die OGs, die hier ihr Debüt feiern.
Und was mir schon mal positiv auffällt, ist nicht nur ein starkes 59er-Rating, sondern hier, Homicide. Gerade eben haben wir noch gesehen, dass das Gimmick nicht so gut ist. Und jetzt sehen wir, Homicide wird besser in seinem Gimmick. Die Usos funktionieren großartig und Hernandez und Homicide sehen exzellent als Team aus. Das ist absolut geil. Homicide 55, Hernandez 61, auch da Volltreffer gelandet. Die Usos mit 61 und 63 auch absolut auf Augenhöhe. Und die OGs besiegen hier die Usos. Nach 15 Minuten 20, Sean Hernandez pinnt Jey Uso nach dem Border Toss. Und wir sehen hier, wenn wir auf die Road Agent Notes gehen, Ahmed Johnson should be at ringside. Also Ahmed Johnson war natürlich an der Ringseite, auch wenn jetzt hier nichts steht. Da steht ja nur was, dass er extrem gut war oder schlecht war. Aber wenn einfach alles okay ist, dann steht da nichts. Ahmed Johnson hat sie begleitet, hat nicht eingegriffen. Und die OGs besiegen in ihrem Debütmatch ein absolut etabliertes Team bei der WWE. Und zwar die Usos. Das ist kein Futter, die sie hier besiegt haben. Und wir gehen eine Runde weiter in unseren Main Event und das ist ein 71er Main Event, perfekt. Roman Reigns, 74er In-Ring-Performance, Randy Orton, 71er In-Ring-Performance, tipptopp. Wir haben hier fantastische Publikumsreaktion, großartiges Wrestling. Roman Reigns und Randy Orton trennen sich unentschieden, nachdem es eine doppelte Disqualifikation gab. Das Problem ist, dass beide einfach wild aufeinander mit den Fäusten eingeprügelt haben in der Ringecke. Es hörte nicht auf, der Referee, der heute übrigens wieder mal Ryan Tran war, hat das Ganze nicht mehr unter Kontrolle gehabt und musste eine Double Disqualification aussprechen zwischen Reigns und Randy Orton. Trotzdem ist es natürlich ein großartiges Match gewesen und nach dem Match geht es natürlich weiter. Reigns und Orton prügeln sich immer weiter, prügeln weiter aufeinander ein, bis sie von anderen Wrestlern, Referees und Sicherheitspersonal getrennt werden. Also da ist alles voll mit Wrestlern und mit Personal von WWE, die nach mehreren Versuchen erst die beiden auseinanderhalten können. Und das Ganze ist nochmal ein 71er-Segment zum Schluss. Und mit ein bisschen Chaos endet unsere SmackDown-Ausgabe. Wir finishen das Ganze, verlieren hier natürlich wieder in den verschiedenen, auf den verschiedenen Kontinenten und in Mexiko ein paar Zuschauer. Dann haben wir 16 Regionen, wo wir gewinnen, 19, wo wir verlieren. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel verlieren, wenn wir eine 67er-Show hinlegen. Es macht mich wahnsinnig. Bessere Show als Raw und trotzdem in mehr Regionen Zuschauer verloren. Ein Pre-Show-Match war dabei, viele Segmente, viele Matches. Ihr habt es ja gesehen, es war fantastisch. Fantastische Show, ich bin mit den Segmenten zufrieden, ich bin mit den Matches zufrieden, auch mit dem Hardcore-Titel-Match, was natürlich auch ein bisschen für Überraschung sorgen sollte. Ich hoffe, es ist mir gelungen, eine vernünftige Show für euch auf die Beine zu stellen. Wir gucken uns jetzt natürlich noch einmal das Geschehen in der Wrestling-Welt an, gucken kurz, was bei Main Event passiert ist, denn auch Main Event wurde natürlich gebookt und auch da gab es wieder wie immer zwei Matches. Und dann würde ich sagen, sind wir durch mit der heutigen Folge. Gucken noch kurz, ob wir irgendwelche interessante Post haben oder irgendwas anderes Interessantes ansteht. Vor allem, was so in der Wrestling-Welt passiert. Gar nichts passiert. Gar nichts passiert in der Wrestling-Welt. Hier haben wir noch einmal Main Event. Dort konnte sich Rusev gegen Trip Cassidy durchsetzen. Das hier ist der gute Trip Cassidy. Rusev wisst ja, wie er aussieht. Deswegen nicht so schlimm, dass da jetzt kein Bild zu sehen ist. Ich weiß auch nicht, er hat eigentlich ein Bild, was man auch sieht. Ja, nur hier, wenn ich da in diesem Fenster gucke, hat er das nicht. Ist aber nicht so schlimm. Rusev setzt sich mit dem Accolade durch. Und Robert Root besiegt Rob Conway. Und auch Rob Conway war schon mal bei der WWE, den kennt man. Robert Root setzt sich hier durch. Beides waren in Ordnung. Die Matches waren in Ordnung. Das Gesamtrating war nicht so gut, weil weniger als drei Segmente wollen die Fans nicht sehen. Vielleicht müssen wir es so machen, dass wir da immer so ein Interview oder so mit in die Show reinschieben, damit das Rating ein bisschen vernünftiger wird. Aber eigentlich ist uns Main Event ja auch egal. Wir haben hier Incident Involving von dem guten Raven. Was ist denn passiert?
Er hat gegen die Drug Policy verstoßen. Wir sind ein bisschen sauer auf ihn. Ja, wir sind ein bisschen sauer auf ihn. Ich will ihn aber jetzt auch nicht direkt suspendieren. Ja, wir meckern mit ihm, aber mal gucken. Bis jetzt hat er das schon mal gemacht. Wenn wir hier diese Backstage-Incidents haben vor den Veranstaltungen. Ist schon ein, zwei Mal passiert. Aber ich kann ihn jetzt echt nicht suspendieren, weil er in der Storyline mit Bubba Ray natürlich ist und auch eine Rolle spielt. Deswegen müssen wir darauf verzichten. Er ist aber auch nicht sauer. Deswegen alles cool. Mike Chinodas Vertrag läuft aus, unser Referee. Und Mike Rotunda läuft auch aus. Läuft nicht aus. Der hat ein Anliegen von Keith Lee. Und er sagt, dass er keine gute Psychology hat. Ja, okay. So, Drug Tease. Heute ist auch wieder irgendwie der Wurm drin. Drug Test Fees, meine ich natürlich. 8000 hat uns der Spaß gekostet. Chinoda müssen wir uns merken. Da läuft der Vertrag aus oder wir machen das eben, ne? Mike Chinoda. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass ich das vergesse. Mike Chinoda, da ist er doch. 55, absoluter Top-Referee, wenn wir auf die Werte gehen. 93, den wollen wir natürlich nicht verlieren. Seine Moral, ist scheiß auf seine Moral. Solange er hier nichts dagegen hat, ist die Moral mir relativ wumpe. Er wird natürlich einen exklusiven Vertrag haben und pro Show bezahlt, damit wir da ein bisschen runterkommen. 220, mal gucken, ob das so funktioniert. Wir werden ihn... Moment. Whatever is needed. Ja, also immer, wo er gebraucht wird, alle Shows. Wenn er das noch macht, vielleicht macht er aber auch nur noch A-Shows und Pay-Per-Views. Gucken wir einfach mal. Er will nicht mehr alle Shows. Das ist natürlich blöd, aber A-Shows macht er und er möchte gerne 500 pro Show haben. Und selbst da wären wir günstiger dran, wenn wir ihn so bezahlen, als monatlich. Von daher bin ich zufrieden. Das Vertragsangebot ist raus. Nakamura läuft auch aus. Shinsuke Nakamura läuft auch aus. Scheißegal. Ja, also nicht scheißegal. Wir werden natürlich Nakamura verlängern. Das machen wir dann gleich. Beziehungsweise mache ich das dann off-air. Ist jetzt nicht so wichtig. Die Zuschauerzahlen. SmackDown haben 1,6 Millionen gesehen. Damit bleibt SmackDown unsere Show Numero Uno und Main Event 108.000, das ist ein bisschen um ungefähr 1.000 Leute zurückgegangen. Wir haben sonst immer 109.000 irgendwas. Und House-Shows sind abgehalten, $7.000 sind da reingekommen. Und damit ist diese Ausgabe von WWE und unserem Total Extreme Wrestling Projekt zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten ein paar Überraschungen drin. Wir hatten zwei wirklich gute Shows, auch von den Ratings her. Nächste Woche gibt es die letzten Raw und SmackDown Ausgaben vor Extreme Rules, das heißt, da dürfte es nochmal ordentlich knistern in den Shows und dann freue ich mich natürlich riesig auf unsere Extreme Rules Veranstaltungen und ich kann schon mal sagen, es wird niemandem das Auge rausgerissen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuschauen, Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.